Bei diesem Angelknoten handelt es sich um den Kompositschlagschnurknoten. Angler verwenden ihn, um eine geflochtene Hauptschnur mit einer monophilen Schlagschnur sicher zu verbinden. Wie gesagt, kann man auch in stärkeren Leinen verwenden. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist ein Angelknoten. Der Komposit-Schlagschnurknoten. Das Arbeitsende der stärkeren Leine machen wir einen Überhandknoten. Das Arbeitsende der schwächeren Leine wird von unten durch das Auge geführt und 6 bis 8 Mal um die stehende Part der stärkeren Leine geturnt, also ein Clinchknoten. Drei, vier, fünf. Sechs, wir lassen uns mal bei 6. Anschließend wird das Arbeitsende unter seine stehende Part, also durch dieses Auge, gesteckt. Dann wird alles schön dicht geholt. Und wir haben einen super Verbindungsknoten, den Komposit-Schlagschnuckknoten.